Ja, meine Damen und Herren, der Präsident hat es eben schon gesagt, das Ganze geht zurück auf eine Antrittsvorlesung hier im Hause und ich muss Ihnen Ihre Universität nicht erklären. Sie wissen, wer derjenige ist, der damals die Antrittsvorlesung gehalten hat. Sie wissen, er ist der Leiter eines Fachbereichs hier, der sich mit den Folgen, den ökonomischen Folgen des Klimawandels beschäftigt. Und das ist auch sein Fachbereich am Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung, wo er der stellvertretende Direktor ist. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie Professor Ottmar Edenhofer. Lieber verehrter Herr Steiner, Herr Präsident Steinbach, Herr Dohler, liebe Studierende, meine sehr verehrten Damen und Herren. Allmacht und Ohnmacht von Klimaforschung und Klimapolitik. Der große Klimagipfel vor 2 Jahren in Kopenhagen markiert einen Wendepunkt in der internationalen Klimapolitik, aber auch in der Klimawissenschaft. Vor dem Gipfel brachte die Öffentlichkeit der Klimaforschung ein beträchtliches Vertrauen entgegen. Im Weltklimarat verlieh man den Friedensnobelpreis. Ein einflussreicher Herausgeber einer bekannten deutschen Zeitung, hinter der manchmal auch ein kluger Kopf steckt, charakterisierte die Klimawissenschaft als die Leitwissenschaft des 21. Jahrhunderts. Und an der Stelle, in der ich heute stehe, begeisterte Lord Nicholas Stern in diesem Audimax das Publikum. Sein Bericht über die Kosten des Klimawandels und des Klimaschutzes führte sogar zu einem neuen Fach hier an der Technischen Universität Berlin, nämlich der Klimaökonomie. Der Klimagipfel in Kopenhagen wurde jedoch als ein spektakuläres Scheitern wahrgenommen. Die Staats- und Regierungschefs konnten sich dort nur darauf einigen, dass das 2-Grad-Ziel im sogenannten Kopenhagen-Akkord erwähnt wurde. Und sie haben versprochen, dass man 2015 die internationale Klimapolitik einer Prüfung unterziehen würde, wenn die Berichte des Weltklimarates dann ein Jahr vorher, 2014, veröffentlicht werden. Den internationalen Verhandlungen wurde die Totenglocke geläutet. Das Vertrauen in den Multilateralismus, der in Kopenhagen einen wichtigen Sieg erringen sollte, zersprang in Scherben. In der öffentlichen Wahrnehmung schien die UN, Global Governance und der Multilateralismus weiter an Zustimmung zu verlieren. Parallel zur Klimapolitik wurde aber auch die Klimaforschung in eine tiefe Krise gestürzt. Der Klimaforschung wurde Pfusch und Täuschung vorgeworfen. Aus der wahrgenommenen Allmacht wurde Ohnmacht. Und das Scheitern der Klimapolitik und das gestörte Vertrauen in die Klimaforschung haben in der Öffentlichkeit die Zustimmung zu einer ambitionierten Klimapolitik sinken lassen. Erkenntnisse der Klimaforschung scheint die Öffentlichkeit nur ertragen zu wollen und zu können, wenn zugleich auch eine Lösung in Reichweite ist. Diese Vertrauenskrise von Politik und Wissenschaft bietet darüber hinaus auch jenen öffentlichen Resonanzkörper für diejenigen, die aus politischen oder wirtschaftlichen Interessen kein Interesse an einer effektiven Klimapolitik haben. Und dabei leben wir in einer Zeit, in der nicht nur die internationale Klimapolitik, sondern auch andere politische Felder auf eine gemeinsame Kooperation angewiesen sind. Europa benötigt eine gemeinsame Wirtschafts- und Währungspolitik. Und auf globaler Ebene benötigen wir eine gemeinsame Umwelt- und Klimapolitik. Und dennoch scheinen die Möglichkeiten einer Global Governance zu schwinden. Es ist daher heute kein Zufall, dass Achim Steiner die Climate Lecture 2011 hält. Lieber Herr Steiner, Sie mögen mir die Übertreibung verzeihen, wenn ich Sie heute
als Weltumweltminister begrüße. Denn Sie verkörpern in Ihrem Amt die Hoffnung, die Menschheit könne ihre globalen Probleme jenseits nationaler Egoismen lösen. Gewiss, die UN ist keine Weltregierung, aber sie ist doch der Kern einer Global Governance. Die internationale Klima- und Umweltpolitik ist auf eine glaubwürdige Wissenschaft angewiesen und diese Glaubwürdigkeit hat gelitten. Wie also, so die Frage, kann dieses Vertrauen wiederhergestellt werden? Dokumente, die man britischen Klimaforschern gestohlen hatte, suggerierten einen manipulativen Umgang mit klimarelevanten Messdaten, obwohl den Forschern im Nachhinein kein Fehlverhalten nachgewiesen werden konnte. Und kurz auf das Climate-Gate folgte Himalaya-Gate, ein Fehler im IPCC-Bericht aus dem Jahre 2007 über die Gletscherschmelze wurde publik und fügte der Reputation der Klimaforschung einen weiteren Schaden zu. Forderungen wurden laut, den Weltklimarat einer Reform zu unterziehen oder ihn sogar abzuschaffen. Meine Damen und Herren, als einer der Vorsitzenden des Weltklimarates darf ich Ihnen versichern, dass der Weltklimarat nicht geschwächt, sondern gestärkt aus dieser Krise hervorgegangen ist. Die vom Inter-Academy Council vorgeschlagene Reform des IPCC ist im Gang und ist schon bald vollständig umgesetzt. Und an dieser Stelle möchte ich mich bei Ihnen, Herr Steiner, herzlichst bedanken, dass Sie diesen Reformprozess so tatkräftig und so mutig unterstützt haben. Zusätzlich zu diesen Maßnahmen unterzog eine Gruppe klimaskeptischer Wissenschaftler um den amerikanischen Astrophysiker Richard Muller die empirische Faktenlage der Erderwärmung einer grundlegenden Überprüfung. Millionen von Wetterdaten, die tausende Messstationen über die vergangenen 150 Jahre gesammelt hatten, wurden mit neuen Methoden und Fehler auf Verzerrungen hin überprüft. Und finanziert wurde diese Untersuchung unter anderem von einer privaten Stiftung, die der republikanischen Tea Party Bewegung nahesteht. Das Ergebnis liegt seit einem Monat vor. Die Erde erwärmt sich, die IPCC-Daten sind korrekt, die Klimaforschung ist bestätigt. Es ist bedauerlich, wie wenig die deutschen Medien darüber berichtet haben. Es gibt also keinen vernünftigen Zweifel an der Tatsache, dass die globale Mitteltemperatur durch die Verbrennung von Kohle, Öl und Gas und durch die Abholzung der Wälder steigt. Aber warum ist es dann so schwer, eine Lösung für das Problem herbeizuführen? Die Frage ist schon deshalb sehr viel schwerer zu beantworten, weil keine Einigkeit darüber besteht, in welchem Ausmaß der Anstieg der globalen Mitteltemperatur begrenzt werden soll und kann. Aber selbst wenn darüber Einigkeit bestünde, dass die Emissionen bis zum Jahr 2020 ihren Höhepunkt erreicht haben sollten und dann abgesenkt werden müssen, wäre immer noch unklar, wie dies am besten geschehen sollte. Durch den Ausbau der Erneuerbaren, durch eine maßvolle Nutzung der Kernenergie. Es ist ein bemerkenswerter Vorgang, dass die internationale Diplomatie, die internationale Politik die Beantwortung dieser Fragen an die Wissenschaft delegiert hat. Wie gesagt, im Kopenhagen-Akkord heißt es, wir, die Staats- und Regierungschefs, werden unsere eigene Klimapolitik im Lichte dieser wissenschaftlichen Berichte überprüfen. Aber wir müssen uns fragen, kann die Wissenschaft diese Fragen überhaupt beantworten? Denn die Frage, was getan werden soll, ist eben auch eine moralische Frage. Und Klimaforscher verfügen als Wissenschaftler eben über kein besseres moralisches Urteilsvermögen als Nicht-Experten, die zu moralischer Argumentation berechtigt und befähigt sind. Für die Beantwortung moralischer Fragen hat die Wissenschaft als Wissenschaft eben keine Kompetenz und auch kein Mandat. Und dennoch,
Ohne die Wissenschaft kann die Frage nicht beantwortet werden, wie schnell die erneuerbaren Energieträger ausgebaut werden können und mit welchen Risiken die Nutzung der Kernenergie verbunden ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es gibt eine lange philosophische Debatte, in der der neuzeitlichen Wissenschaft, besonders der Naturwissenschaft, vorgeworfen wird, sie sei anmaßend, sie pervertiere buchstäblich die Werte der Aufklärung. Und die Beispiele sind zahlreich, in der die Wissenschaft sich eine Rolle angemaßt hat, die ihr nicht zusteht. Zwar hat die Aufklärung Gott vom Thron gestoßen, aber die Wissenschaft hat nicht immer der Versuchung widerstanden, auf diesem scheinbar leeren Thron Platz zu nehmen. Wie oft haben Wissenschaftler erklärt, diese oder jene Maßnahme sei alternativlos? Und wie oft hat sich die Wissenschaft als Handlanger von Interessen angedient, über deren moralische Dignität sie sich keine Rechenschaft gegeben hat? Im Kontext der Klimawissenschaft ist diese Erkenntnis und wissenschaftstheoretische Frage von höchster praktischer Relevanz. Aber moralische Appelle an die Tugend einzelner Wissenschaftler sind verfehlt, denn es geht letztlich um die Frage der Selbstbegrenzung der instrumentellen Rationalität. Und wenn wir nicht fähig sind zu einer solchen Selbstbegrenzung, dann stehen wir in Gefahr, dass der Mensch sich als Mensch abzuschaffen droht. Und daher müssen wir über eine neue Rollenverteilung von Wissenschaft und Politik nachdenken. Max Weber, der hier am Ernst-Reuter-Platz vor 130 Jahren das Charlottenburger Gymnasium besuchte, trat vehement ein für die Wertfreiheit der Wissenschaft, für eine klare Trennung von Werten und Fakten, für eine klare Trennung von Wissenschaft und Politik. In seinem sogenannten dezisionistischen Modell der Politikberatung will er eine Arbeitsteilung, in der die Politik die Werte definiert und formuliert und die Wissenschaft die Mittel ausfindig macht, wie diese Ziele und Werte am besten zu erreichen sind. Aber für komplexe Systeme, die durch eine Vielzahl einwirkender Faktoren verstanden und erklärt werden müssen, bricht diese klassische Dichotomie von Zielen und Mitteln zusammen. Ich möchte Ihnen dafür ein Beispiel geben. Die Politik formuliert seit Jahr und Tag ein ambitioniertes Klimaschutzziel. Es stellt sich aber heraus in unseren wissenschaftlichen Untersuchungen, dass diese Niedrigstabilisierungsszenarien nur erreichbar sind, wenn wir in großem Maßstab Bioenergie nutzen. Die großskalige Nutzung von Bioenergie steht aber in einer Konkurrenz zu einer sicheren Nahrungsmittelversorgung und zur Nahrungsmittelsicherheit. Außerdem besteht die Gefahr, dass der Verlust der Artenvielfalt beschleunigt wird und dass die Abholzung weiter zunimmt. Es gibt mehrere Wege, diesen Zielkonflikt zu entschärfen. Zum Beispiel kann man die Energieeffizienz steigern oder man kann die Agrarproduktivität erhöhen. Es gibt auch die Möglichkeit, dass gut ausgebildete Ingenieurinnen nach neuen Lösungswegen suchen, wie zum Beispiel hier an der Technischen Universität Berlin. Erweisen sich aber diese Wege als zu teuer, sind die Nebenwirkungen vielleicht zu groß, dann müssen diese Klimaziele angepasst werden. Und das bedeutet, im Lichte von Wirkungen und Nebenwirkungen müssen wir die Ziele anpassen. Und das betrifft auch zunehmend die ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückende Debatte über das Verhältnis von Anpassung an den Klimawandel und die Vermeidung des Klimawandels oder an die Option des Geoengineerings. Die Vorstellung, dass die Politik Ziele einmal festlegt und die Wissenschaft dann nur noch die Mittel findet, wird unhaltbar. Um brauchbare Entscheidungsgrundlagen zu schaffen, müssen sich Wissenschaft und Politik vielmehr auf einen iterativen Lernprozess einlassen, der nicht damit beginnt, dass die Politik die Ziele fixiert und die Wissenschaft die passenden Mittel findet.
Ein neues Modell für die Arbeitsteilung von Wissenschaft und Politik ist also nötig. Und ich nenne dieses neue Modell in Abgrenzung zu Webers dezisionistisches Modell das pragmatisch aufgeklärte Modell. Im pragmatischen Modell klärt die Wissenschaft in einem Prozess verstetigter Reflexion die Politik darüber auf, welche gangbaren Wege es gibt, um bestimmte Ziele zu erreichen. Dabei sollen Zielkonflikte deutlich werden und Möglichkeiten gezeigt werden, wie sich diese Zielkonflikte auflösen oder zumindest entschärfen lassen. Dies ist aber nur möglich, wenn sich die Ziele im Lichte neuer Einsichten verändern können und angepasst werden. Die Wissenschaft liefert also keine eindeutigen Empfehlungen, sondern sie schärft die Sinne des Entscheidungsträgers für Möglichkeiten. Robert Musil hat in seinem Mann ohne Eigenschaften einmal geschrieben: Wenn es aber Wirklichkeitssinn gibt, dann muss es auch etwas geben, das man Möglichkeitssinn nennen kann. In der Exploration der uns zur Verfügung stehenden Alternativen lernen wir erst begreifen, wie die Welt ist. Man kann also sagen, ohne Möglichkeitssinn kein Wirklichkeitssinn. Die Aufgabe der Wissenschaft in diesem Modell ähnelt also dann der Aufgabe eines Kartografen, der eine Orientierung ermöglichen soll, aber er kann der Politik die Entscheidung nicht abnehmen. Und die Politik muss sich darauf einlassen, dass sich manche Optionen als irrig erweisen werden, und wir müssen darauf vertrauen, dass wir Teil eines demokratischen Lernprozesses sind, der auf die Kraft vertraut, durch Versuch und Irrtum nachhaltige Lösungen zu finden. Gerade weil die Lösung des Klimaproblems so drängend ist, erweist die Wissenschaft der Politik den besten Dienst, wenn sie gangbare Wege mit den damit verbundenen Kosten und Risiken exploriert. Wenn sie also Landkarten anbietet, die ein unbekanntes Gelände vermessen. Und in diesem neu zu vermessenden Gelände wird immer deutlicher, dass die Nutzung globaler Gemeinschaftsgüter den Wohlstand des 21. Jahrhunderts bestimmen werden. Die Nutzungsrechte an der Atmosphäre, am Wasser, am Boden führen bereits zu Konflikten, die ohne ein gemeinsames Verständnis von Gerechtigkeit, ohne einen Bezug auf das Weltgemeinwohl nicht lösbar sind. Und angesichts dieser ethischen Konflikte wird auch das Gespräch zwischen Wissenschaft und Politik herausfordernder. Es ist nicht Aufgabe der Wissenschaft, dass wir schon einen Konsens erzielen. Das ist unsere tägliche Erfahrung im Weltklimarat. Stattdessen muss die Wissenschaft der Politik und der Öffentlichkeit zumuten, dass ihre Antworten nicht eindeutig sind, denn die Wissenschaft bezieht ihre Stärke aus dem Streit um das bessere Argument, aus der Suche nach neuen Wegen. Und wir Wissenschaftler, sollten diese Stärke nicht verleugnen, wenn wir die Politik beraten. Nur so kann die Wissenschaft überhaupt zu einem Frühwarnsystem für Risiken und Nebenwirkungen werden, aber auch neue Möglichkeiten aufzeigen, wie sich diese Zielkonflikte entschärfen lassen. Die Wissenschaft muss sich dem Ansinnen der Politik widersetzen, eindeutige Empfehlungen auf der Basis vermeintlicher Sachzwänge auszusprechen. Wir haben den Möglichkeitssinn zu schärfen. Meine Damen und Herren, als vor bald 40 Jahren das Umweltprogramm der Vereinten Nationen gegründet wurde, war noch nicht abzusehen, welche enorme Bedeutung die Klimawissenschaft einst erlangen würde. Die Stockholmer Umweltkonferenz von 1972 markierte den Beginn eines langen Suchprozesses, um globale Antworten auf globale Fragen zu finden. Eine Generation später, 1992, wurde auf der großen Umweltkonferenz in Rio die Klimarahmenkonvention geboren. Wenn sich weitere 20 Jahre später, im kommenden Sommer, die Nationen dieser Erde abermals in Rio einfinden, werden viele die Hoffnung hegen, dass die globale Klima- und Umweltpolitik institutionell weiter gestärkt sind. Und dies geschieht in einer Situation, in der die Realität unsere Beratungs- und Verhandlungsprozesse einzuholen droht. Die Emissionen steigen schneller denn je. Die Krise der Klimaverhandlungen ist unübersehbar.
Die Ernährungskrise spitzt sich zu und die Rohstoffpreise steigen beträchtlich. Die natürlichen Knappheiten auf dem Planeten werden spürbar. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mancher von uns wird wenige Tage vor dem nächsten Klimagipfel in Durban die Hoffnung vielleicht fahren lassen, dass eine globale Klimapolitik doch noch möglich ist. Es gehört also viel Mut und Idealismus dazu, in diesen schwierigen Zeiten der geschäftsführende Direktor der UNEP zu sein. Ich freue mich sehr, lieber Herr Steiner, dass Sie heute hier sind. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir den Weltumweltminister.